Okay, wir können. Ja, da kam sogar was an. Ah, ich sehe schon, 4,57. Auch mit 14S? Weil die sind bei mir jetzt demnächst auch noch dran. Ich muss nur meine Pröpse noch fertig machen. 10S? Also 160. Wetten? Was hast du da drin? 9D oder was? Motor? 1000 Umdrehungen, 1030? Dann gute 150 macht er damit. Nee, das macht er. Mit. Also ich fahre mit. Meiner dreht ja identisch, oder fast identisch. Die 57er, die reißen mehr wie ein Dreiblatt. Die reißen auch mehr wie diese 50-17er. Ist nicht nee, so, weiß ich. Die habe ich schon alle. Pass auf, ist eine feste Boje da hinten, ne? Genau die meine ich, die ist nämlich fest. Das ist so ein richtiger Pömpel wohl. Die sieht man auch sehr scheiße. Bleibt ein bisschen weiter hier, ist gesünder fürs Boot. ...150 sind das locker. Oder? Ja, schwer zu sagen, gegenüber gestern. Ja, gestern hat er ein bisschen mehr gebellt auch gestern. Aber die kannst du voll draufhalten, die Dinger mit denen. Also wie gesagt, das ist eine gesunde Drehzahl, 35.000. Das passt schon dann mit den Dingern. Ne, so ist ja auch. Immer so gestern war ich voll unentspannt, weil ja, das erste Mal mit dem Motor. Und so viel Trubel auch hier. Das ist scheiße. Sowas musst du in Ruhe zu Hause machen. Das mache ich jedenfalls immer. Ja. Ja. Weil ich hasse das auch, da tausendmal gucken und dann fahren hier noch welche Kollegen ins Boot. Die ist richtig. Guck mal, halt mal rein, einmal gucken. Hast du bei Halbgas so, geht der erst los oder was? Ich sag, bei Halbgas geht der erst los, der Regler? Oder knapp vor Halbgas? Okay. Ströme hast du? Da fehlt aber was. Ach so. Ich bin schon auf 30. Dann aber rein. Wieso so Nano-Dinger? Nano-Dinger. Diese Arschpeck, die werden schnell dick, weißt du, ne? Ja, ich hab die auch so als 10er-Pack. 5S, ne? Also 5-10er-Packs. Und die werden recht flottig. HPR 135. Da dürfte aber nichts warm sein. Und da dürfte nichts warm sein bei dem Speedy. Pass auf mit dem Wasser. Sender nehme ich den mal eben hier weg. Upsala. Okay.
Er fuhr fort und kam nicht wieder. Heute sind es ja, oder früher waren es ja eine Zeit lang Ford-Volvos. Mal ein Krümelchen da schaden, aber das, was da drin war, ist ja, der Volvo hat ja für den Monte, den ich noch fahre, gerade ja noch verantwortlich. Ja. Das heißt, da unten ist auch letztlich die Volvo-Technologie. Ja. Nur bei dem neuen nicht. Ja. Ja, ab 1999, als nahmt ihr die alten V70 von Jürgen danach, ne? Ja, aber da war immer noch, die hatten immer noch den technischen Engineering. Ja. Ja, Bordkosten. Boah, was ist denn hier los, ey? Was ist das denn hier? So. Das bremst natürlich. Ja. Habt ihr das gesehen? Fritz hatte gerade Papierschnipsel an der Spitze. Das bremst die Karre natürlich ungemein ein. Ja, ich will eben noch einmal aufmachen hier, warte. Du sagst mir dann, wie schnell, ne? Also ich tippe so auf 158. So, ich muss dann gleich wieder runter hier. Ja, das geht ja nur mit Lichtschranke, die drei Stellen, die dann kommen. Das Solux kann ja nur eine. Was ist denn das? Nicht wirklich. Die 168 oder was? Nein, er gerade. Andreas. Er hatte 185 vorhin. Ja, ich mit meinem Martini damals auch schon aufs Wasser gedrückt, 184. Aber mit halb so großem Motor. So, dann lassen wir den Onkel Jürgen mal ein bisschen Show machen hier. Onkel Jürgen fährt jetzt. Nein. Ach, Hans-Peter fährt. Ja, sicher. Bist du auch tiefenentspannt? Ja. Gut. Das ist keine Turbine, die kommt gleich. Bergeboot! Was habe ich für einen Fehler? Der hätte nicht Gas geben Nein, sollen. Du bist über eine Welle gekommen. Nein, ich hätte draufbleiben müssen. Der ist elektrisch, ne? Fährst du allein, oder? Ich weiß nicht, wie das Ding geht, aber ich mach mal. Du, irgendwo am Gebe ich halt so lange fest. Irgendwo am Hebel ziehen, schätze ich mal. Gut, dann drehen wir dich um. Ja, da steht was von Reserve drauf. Kann er, dann kann er. So, jetzt Jürgen mit seinem schnellsten Boot ever. Ja, und wie geht die Kacke an? So, ist da irgendwo ein Schalter? Akku ist drauf, ne? Ja. Reindrücken vielleicht ein bisschen um den Hebel? Drehen kannst du. Ja. Ah, der dreht doch schon. Guck mal, Jürgen, der dreht, der Propeller dreht. Nochmal. Auf die andere Seite geht's rückwärts. Guck mal, der bewegt sich. Okay. Oh. Jetzt muss der... Gegenlenk. Oh. Noch dreh noch mehr. Gut. Ah, oh, Alter! Rechts, 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 rechts! Ich hätte nicht wieder Gas geben dürfen. Der war am Schaukeln, da musst du langsam vom Gas runter. Du hast vorher, wenn du drüber bist, hat es Welle gemacht. Und genau. Da bist du jetzt leicht drüber gekommen. Ja. Und darum hat es ihn so genommen. Genau. Aber ist nicht dran, die Karre kann das sein. Vielleicht. Hey, ja, egal. Vielleicht kannst du. Da kommst du kaum dran und das geht auch. Ja, das Ding ist, ja, das sind die China, das sind ja Flugzeugregler eigentlich, ja, die wir umgebaut haben. Und er hat hier eine Feder drin. Und er kann ja nur mit voll zurück und voll vor, kann er den Regler regeln. Oder er muss so ein Ding, Elektronikbauteil reinmachen, dass er so wie normal K-Regler ab Mitte und dann zurück, weißt okay. du? Ja, Jürgen, das ist doch richtig zackig. Auch fast 200. Hast du das Holux mit? Ist das ein Film? Nein, Holux ist die Serie, wenn ich am Film. Kannst du auch jeden Scheiß auf. Klar, alles. Das kannst du ja heute Abend schön bei YouTube angucken. Komm, das macht Spaß, wenn du
Ja, ich dachte gerade, ey, guck mal da, sofort aus dem Wasser gesprungen. Da denke ich, du hast ja auf die Verzögerung von der Turbine gewartet. Ja. Ne? Die schnappen sofort zu, die Dinger. Also ich hatte das gerade von oben gefilmt. Ob du fahren war, wenn es dich interessiert. Ich habe es von oben gefilmt. In der Terrasse, aber ich habe gesucht. Ja, der Gestör fährst mal ein bisschen ruhig an und so nach oben getragen. Ja, ja, nee, ich habe mit Videokamera. Ja, die schießt schon super. Ein paar Züge habe ich hin und her. Ja, das ist alles. Alles ein bisschen Übung. Leider war der den Klatscher. Der hätte ja auch ein bisschen kleinere Putze drauf machen können. Aber dies auskommt nicht mehr. Weißt du, dann beißt die nicht gleich so zu. Ah, sieht schon gut aus. Wenn ihr einen Rechner bei habt, könnt ihr es direkt mitnehmen. Kann er wieder fahren gleich? USB-Stick kann ich hier anschließen. Ganz so fahren, Mini. Aber vorsichtig. Er guckt nach hier, ne? Nee. Hier so eine normale SD-Karte. Und er guckt nach hier hin, ne? Warte eben, Moment. Warum hat er denn keinen mitgenommen? Weiß ich nicht. Kannst Hans-Peter ganz langsam kommen jetzt? Ja, langsam. Ja, da kommt er. Guck mal, er hat schon geantwortet. Holst du noch raus, Andreas? Ja. Oder willst du noch fahren? Weiß ich ja nicht. Hä? Weiter. Kann weiterfahren? Ja. Kannst weiterfahren, siehst du? Pass auf, das Mono auf hier hinten. Feuer frei. Pass aber drauf, da hinten ist ein Schlauchboot im Wasser, ne? Nicht so viel Teil lasst. Ja, ich glaube, jetzt. Lass das Wasser beruhigen erst ein bisschen. Du legst du so lange hin. So. Lass es erst ein bisschen ruhig werden, dann kannst du das Feuer machen. Und Jürgen fährt schon extra in Ufernähe. Das ist ein Wahnsinn, dass die kleinen Dampfer noch der Welt schmeißen. Ja, ne? Ja, sieht gut aus. Wellchen. Wir haben super Glück hier. Also ja, wenn ja. Der Eingang ist, dann einfach. Gut. Ja, hat auch andere Bremse drauf gehabt. Und hat andere Bremse drauf gehabt. Die Turbinen müssen alles nicht erst gut hochlaufen. Ne? Die Turbinen nein, müssen nicht erst hochlaufen, das geht so. Ne? Ganz fahren. Hast du auch Vollgas? Ja, warte mal. Guck, was sehr dann schön ruhig liegt. Ne? Komm, ich hau dir die Beine. Ja, genau, super. So, mir reicht das. Okay. Ja, wir kommen jetzt rein. Und Peter kommt rein. Komm rein. Hol du noch raus gleich. Oder? Ja, wir sehen so nichts. Vorsicht, nicht, dass sie hier ins Wasser fallen. Bleib lieber ein bisschen hier, nicht, dass sie gleich hier rein. 22,5, lass noch reinkommen. Komm rein. Geht das auf 5? Guck mal, ob der Akku schon dick wird. Ja, genau. Ist da 5 Stufen. Wow, der Höchstgeschwindigkeit. Nee, der ist nicht mehr nach. Kommt noch rein, ja? Ja. Ja, wer hat denn die Propeller gemacht? Nimmst du das? Genau, wer hat die Propeller gemacht? Ich hätte die auch nicht verbringen, hier, Jürgen. Ja, da gar keine Steigung.
Zu wenig auf alle Fälle. Nichts passiert. Ach, da geht noch ein bisschen was. Nee, ist gut. Bisschen Spaß müssen wir noch haben. Nee, mach nicht. Mach du Spaß. Pack euch die nächsten rein. Ja. Ja, der kennt das Boot, das ist ja, er. Jetzt ist gut. Er wollte ja nur, dass das Wasser noch ein bisschen mal eine Runde geht da. Wenn du das öfters machst und ein bisschen trainierst und so, zieht die Foto. Die fährst du wie so ein Flachbahn an die Karre dann. Hier, der Cutkiller ist auch schon da. Also, wir haben